In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du Stammfunktionen bilden kannst. Und wir fangen an mit einer ganz einfachen Funktion, der Funktion f von x gleich x². Und wenn wir dazu eine Stammfunktion suchen, dann wäre das f von x gleich 1 Drittel x hoch 3. Warum? Die Stammfunktion ist sozusagen das Gegenteil vom Ableiten. Wir suchen also eine Funktion groß f, die abgeleitet unsere Funktion klein f ergibt. Und tatsächlich, wenn wir groß f ableiten, dann kommt die 3 von dem x hoch 3 ja runter und 1 Drittel mal 3 sind halt 1 und die 3 reduziert sich auf 2 in der Hochzahl, also bleiben wir nur noch bei x². So einfach geht es. Was man sich jetzt aber merken muss, ist, zu einer Funktion gibt es nicht nur eine Stammfunktion, sondern immer mehrere. Zum Beispiel wäre eine weitere Stammfunktion f2 1 Drittel x hoch 3 plus 5. Ja, ich kann also einfach irgendeine Konstante dazu addieren und erhalte wieder eine Stammfunktion. Einfach, weil wenn ich Konstanten ableite, verschwinden sie ja. Also da kommt eine 0 raus. Das heißt, auch diese Funktion, groß f2, hat als Ableitung die Funktion klein f. Und noch ein drittes Beispiel, groß f3 von x ist 1 Drittel x hoch 3 minus 2 zum Beispiel. Ja, also da gibt es unendlich viele Stammfunktionen zu jeder Funktion. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Die Funktion g von x gleich e hoch 2x. Hier muss man, wenn man die Stammfunktion bildet, ein bisschen auf die Kettenregel achten. Da wäre eine Stammfunktion zum Beispiel groß g von x gleich 1 halb e hoch 2x. Warum? Wenn wir das e hoch 2x ableiten, brauchen wir die Kettenregel. E hoch 2x abgeleitet bleibt es selbst. Aber ich muss die 2x oben noch ableiten und dann kommt eine 2 eben runter. Das heißt, wir landen bei 2 mal 1 halb mal e hoch 2x, also e hoch 2x. Wenn du die Kettenregel nochmal wiederholt haben willst, habe ich dir oben ein Video verlinkt, in dem ich das erkläre, wie man damit richtig arbeitet. Was passiert jetzt aber, wenn ich diese Funktion abändere, also klein g etwas abändere, zum Beispiel sage, wir wollen 6 mal e hoch 2x, davon eine Stammfunktion. Da ändert sich nicht viel, ich muss einfach beachten, dass Vorfaktoren einer Funktion beim Ableiten ja da bleiben. Das heißt, wir würden hier die Stammfunktion 3 mal e hoch 2x erhalten, weil wenn ich 3 mal e hoch 2x ableite, dann kommt die 2 ja wieder runter und wir landen bei 3 mal 2 gleich 6. Und auch wenn ich das durch Addieren zusammensetze, also zum Beispiel die Funktion klein f von x gleich x² minus 6 mal e hoch 2x habe, dann kann ich eine Stammfunktion ganz einfach dadurch angeben, dass ich für die einzelnen Teile Stammfunktionen bilde. Also wäre eine Stammfunktion zum Beispiel 1 Drittel x hoch 3 minus 3 mal e hoch 2x. Ja, einfach Stammfunktionen bilden ist das Gegenteil vom Ableiten. Jetzt stellt sich natürlich aber die Frage, wofür brauche ich denn Stammfunktionen? Und das erkläre ich dir in meiner Playlist Integration. Einfach mal reinschauen und erfahren, wofür man Stammfunktionen genau braucht.